Hello? Adam? Hi, sweetheart. I'm already at the airport. We'll leave any minute now. Did they at least tell you where you're going? You won't believe it. We're going to the corporate lab on Madamus. I'll call you when I'm there. Hug Chris for me. Bye. I'm worried about you. Everybody knows that a tester's work is dangerous. You shouldn't have taken this job. Come on, sweetheart. I'll be all right. Besides, we don't have much of a choice. This is the only way to earn some cash for Chris's treatment. Hi there, champ. Daddy, Daddy! I played soccer today! I even scored a goal! Fantastic. It's a shame I couldn't see it. When are you coming back? Soon, son. Soon. I can't wait to see you again. I know, sweetheart, me too. Fortunately, I'm leaving today, right after the surgery. Surgery? Something's wrong? No, everything's fine. They need to replace my timer, that's all. Don't worry, I'll be home tomorrow. Where am I? Shit. I don't have much time. Okay, das sieht ja nicht so nett aus. Bild geht das, wenn ich da bin. Ein Stück höher müsste ich vielleicht. Moment, nur kurz einstellen. Ich hoffe, ich trödel jetzt hier gerade nicht, aber es kann natürlich sein. Okay, also ich suche die Kanalisation, sagt er mir. Oh, die Maus ist natürlich sehr schnell unterwegs. Irgendwas piept hier. Wer piept? Okay. He's got the serum. Oh, seine Zeit ist abgelaufen, glaube ich. Das vermerkt man die Kiefer. Ich hebe die Serumampulle auf. Das kann ich. Tab und wähle das Serum aus, das du verwenden möchtest. In der Zeit, um die Zeit auf den Timer zu verlängern. Okay. Das ist Serum. That's better. An deinem Handgelenk befindet sich ein Timer, der die Zeit herunterzählt, die deine Immunität gegenüber der Fäule noch anhalten wird. Läuft der Timer ab, wird die Fäule beginnen, dich zu töten. Überprüfe den Timer regelmäßig, indem du T gedrückt hältst. Okay. Ach du meine Güte. 6 Minuten, das ist ja jetzt auch noch nicht viel. Ist hier noch mehr von dem Serum? Das Piepen geht ja ein bisschen auf den Keks. Finde den Ursprung des Geräuschs. Ja, habe ich hier. Das piept doch. Da gibt es noch ein anderes Geräusch. Aha, es gibt wohl noch ein anderes. Das klingt wie ein Radio. Okay. Gehen wir hier raus. I hope it works. Hello? Is there anybody out there? Hello, Richard. Who are you? Identify yourself. Adam Stewart, serum tester ID 1XC027. Where's Steve? He's dead. Damn it. Aha. Okay, erreiche das Gebäude des zentralen Knotenpunkts. Habe ich eine Map? Inventar. Nö, sieht nicht so aus. Körper, Verstand, Geist. Haben wir.
Okay. Ist das eigentlich Open World oder wird man hier so geführt? Na, werden wir sehen. Achso, das wird da so angezeigt. Oh, was denn du? What happened? My arms! Something strange is happening to them. You are experiencing the first symptoms of the infection. What infection? I don't have time to explain. Look around. The central node building should be nearby. Bäh, das sah ja eklig aus. Na gut. Can you see it? Yes, it's in front of me. Good. Inside, you'll find a device with a yellow DNA symbol. It's an absorber. You'll need to connect it to your timer. This way, you'll cleanse your organism. Okay. But... Oh. Stop wasting your time. Do as I say. Then use the radio to call me back. Serum-Timer pausiert in der Basis. Ach so, okay. Ah, das ist gut. I think that's the thing he was talking about. Absorber. Der Absorber entfernt alle negativen und positiven Serum-Effekte und fügt 2 Minuten zu deinem Timer hinzu. Du kannst ihn verbinden, indem du eine E gedrückt hältst. Stirbst du, wirst du an dem letzten von den Verwendeten, also Absorber, wieder geworden. Okay. Na denn, hau mal noch 2 Minuten auf. Bleh. So what should I do? Ja, doch jetzt weniger. First of all, take this serum regularly. It'll protect you from the blight. Where can I find it? You'll need to produce it yourself. How? 3 aspects are its most important ingredients. You'll find them in everything that lives. Unfortunately, that's not all. You'll need plants or even animals as well. Steve had his formula. Find it and gather the ingredients. Then use the device that should be right next to the absorber. It's a fabricator that converts organic matter into purified serum. Okay. Warte mal, ich wollte mal noch kurz. Shit. I need to hang up. Ich dachte, ich krieg 2 Minuten dazu. Der hat mir 2 Minuten eigentlich was abgezogen, oder? Sowieso, also irgendwas. Okay, hier stehen kann ich ja eh noch nichts finden. Steves Rezept. Ich hab jetzt gar nicht so aufgepasst. Wo soll ich das denn suchen? Hier? Eine Machete? Zeichentisch. Kleine Container. Wo sogar das Pick. Sammler, Upgrade-Kosten, aha, okay. Wow. Eine Werkbank. Reparaturkosten. Oh. Okay. Wir fangen mal erstmal mit dem Rezept an, glaube ich. Lumpen, Verband. Eine Dose. Kann ich irgendwo mir die Quest, was anderes, nochmal angucken. Held. Notizbuch. Das. Wo finde ich welches? Aha. Seite 2 geht irgendwie nicht, oder was muss ich machen? Spielen. Alright. So what should I do? Achso. First of all, take this serum regularly. It'll protect you from the blight. Where can I find it? You'll need to produce it yourself. How? 3 aspects are its most important ingredients. You'll find them in everything that lives. Unfortunately, that's not all. You'll need plants or even animals as well. Steve had his formula. Find it and gather the ingredients. Then use the device that should be right next to the absorber.
It's a fabricator that converts organic matter into purified serum. Ach, das war die Notiz. Shit. I need to hang up. Ich habe Angst, die Zuflucht zu verlassen. Jedes Mal kommt es mir so vor, als würde mich alles beobachten. Pflanzen. Mal Buch öffnen. Pflanzentiere, sogar die Steine. Ich habe Angst, dass sie sich gegen mich verschwören könnten, dass sie sich alle zusammen auf mich stürzen. Ich muss weg von hier. Okay. Ja. Und das hilft mir jetzt, dass ich da was herstellen kann. Das war doch... Ah, nee, das war Steves Notiz. Achso, ich brauche Steves Rezept. Verstehe. Ich weiß nicht, ist das... Don't look at me. Guckt mich nicht so an. Vielleicht da unten? Ich weiß gar nicht, ob ich hier Fallschaden kriege. Habe ich eigentlich schon irgendeine Waffe oder so? Ich habe doch irgendwie eine Machete eingesammelt. Hatte ich gedacht... Waffen? Also Dosen gibt es hier eine ganze Menge. Essig, Verband. Kann ich irgendwas aufmachen? Nee. Okay. Hydrokulturstation. Drücke E zum Interagieren. Das bringt mir jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel. Oh, wie komme ich da hin? Ach, hier geht's ja weiter. So, Lumpendose. Guck mal, da ist ja irgendwie was eingezeichnet. Ich sollte vielleicht mal da lang gehen, oder? Ich nehme hier alles mit. Was ist das für ein Geräusch? Was sagt eigentlich mein... 2 Minuten. Ich bin mit 3,55 herangekommen, habe mich an diesen Absorbern. Jetzt bin ich schlechter gestellt. Na gut, vielleicht. Kann man erkennen, ob das oben oder unten ist? Das muss da oben sein. Ach, guck mal, hier geht's ja hoch. Achso, da waren wir ja. Nicht doof. Da komme ich mit der Leiter höher. Ja. So. Gucken wir mal. Oh, geht aber sehr langsam hoch. So. Warum ist denn eigentlich alles so, wie es hier ist? Das gibt, da gibt es noch keine Erklärung zu, oder? Huch. Aspektextraktor. Zum Nehmen von Aspekten. Ich soll Aspekte nehmen? Wie nimmt man Aspekte? Steve-Notiz. Das Serum ist ein Segen, der sich in einen Fluch verwandelt hat. Wir dachten, es wäre unsere Rettung. Ein... Achso. Ein Wundermittel, das uns vor der Seuche bewahren würde. Wir haben es ein halbes Jahrhundert lang leichtsinnig verwendet, blind gegenüber der Gefahr. Bald werden wir für diese Ignoranz bezahlen müssen. Der Preis wird eine tödliche Mutation sein. Innerhalb eines Jahrzehnts wird das Serum fast alle irdischen Lebensformen ausgelöscht haben. Der Rest wird sich in Gott weiß was verwandeln. Wenn es dazu kommt, wird die Welt, wie wir sie kennen, aufhören zu existieren. Der Konzern vertuscht es und sucht heimlich nach einer Lösung. Die Arbeit, die Tester wie ich machen, ist in Wahrheit verschleierte Forschungsarbeit, die es ermöglichen soll, Menschen mit seltener DNA zu finden, die den Schlüssel zu einer Immunität gegen das im Serum enthaltene Mutagen darstellen könnte. Der Konzern stellt Menschen mit vielversprechenden genetischen Merkmalen ein und testet sie in ihren Laboren. Natürlich wissen diese Tester von nichts. Aha. Gut. Oder auch nicht. Nochmal Steve-Notiz. Ich mach das gleich hier auf.
Mein Name ist Steve Brown. Ich habe als Serumtester für den Evas-Konzert Konzern gearbeitet. Meine Idee ist, ich bin teilweise immun gegen das Mutagen. Wenn du mein Tagebuch liest, ist wahrscheinlich eines von zwei Dingen passiert. Du hast es entweder von mir bekommen oder es gefunden. In ersterem Fall geht es mir gut, in zweiterem bin ich tot. Sollte ich noch leben, wünsche ich viel Freude beim Lesen. Wenn nicht, lies bitte nicht weiter. Gib dieses Tagebuch meiner Frau. Ich habe es für sie gefühlt. Prima. Noch eine Notiz. Warum? Was ist denn mit dem Tagebuch los? Warum hat er das nicht? Warum liegen die Seiten hier überall rum? Monate der Suche haben sich endlich bezahlt gemacht. Ich habe es endlich geschafft, das dritte Tor zu öffnen. Ich bin froh, dass Adam bald zu mir stoßen wird. Sehr bald wird Richards Insider ihn aus dem Konzernlabor holen. Mit ihm zusammen haben wir eine bessere Chance. Bitte. Wenn das so ist. Was kann ich denn hier machen? Kleiner Container. Creatures. Fertiliz. Was? Fertilizer nehmen. Was ist das alles? Aspects. Ach, Aspects sind die Geschichten. Body, Soul und Spirit. Okay. Alles sehr merkwürdig. Wo ist denn jetzt mein Zielpunkt? Okay, wir sind immer noch wahrscheinlich hier richtig. Dose. Oh, hier gibt es einiges. Man kann ja alles nicht mitnehmen. Ist ja blöd hier, was ist denn das hier alles? So, warte mal. Oh, noch mehr Notizen. Heute Morgen habe ich mich dabei ertappt, wie ich mich mit einem Rotter unterhalten habe. Ich weiß nicht, wie lange ich das getan habe. Ich kam erst wieder zu mir, als ich damit angefangen habe, seine Ohren abzuschneiden. Ich glaube, ich verliere allmählich Verstand. Das klingt so. Parfüm? Okay, da scheint das Rezept zu sein. Mundspülung, was? Steve-Rezept, okay. Yay. Blauer Honigpilz, Nachtschatten, Schlangenpflanze, um Gottes Willen. Das Serum, blauer Honigpilz, Nachtschatten, Schlangenpflanze. Sammle Heilkraut, das habe ich genau vor dem Labor gefunden. Sammle Schlangenpflanze, sammle blauer Honigpilz. Wow. Machen wir gleich. Das klingt aber alles so, als würde ich das draußen finden. Das klingt mir jetzt nicht so, als wenn ich das hier im Labor finde oder was auch immer das hier ist. Ah, hier geht auch eine Treppe runter. Ist hier noch was? Waren wir hier schon? Ne. Oh, ein Lager, das ist gut. Ist irgendwas schon drin? Was ist das? Heilkraut. Das können wir doch. Oder habe ich das aus Versehen jetzt da gerade reingemacht? Aha. So, was haben wir denn hier? Auch Lager? Was ist? Achso, nee, das ist ja da, wo wir reingekommen sind. Alles klar. Gut, dann Schlangenpflanze, blauer Honigpilz, das ist Heilkraut, also weißes Heilkraut, okay. Verstanden. Was ist das blau hier? Das ist die Schlangenpflanze. Da hinten ist auch noch eine, ich nehme mal alles mit, was ich so finde. Blauer Honigpilz, wo könnte der denn sein? Da guckt man hier wirklich ganz viel rum. Ich gehe ja fast davon aus, er ist blau. Ist das hier ein blauer Honigpilz? Ja, tatsächlich. I already have some of the ingredients. Ja. What happened? Why did you hang up back then? Corporate security started to track us. I managed to jam their signal, but next time I may not be so lucky. We need to keep talking to a minimum. Okay. Sure, you're the boss. Questions? What is this place, Richard? Where am I? It's Ground Zero. An area contaminated with a mutagen. This is where all the cable car lines cross each other.
The Central Node building will be your home for a while now. You better learn as much as you can about the layout and the equipment of the rooms. When you're ready, use the radio to call me. I'll tell you what to do next. Ist das mal da ins Haus, glaube ich, oder? Wäre so ein Spiel, wo der Charakter nur rumstöhnt. Huch. Oh, 15 Sekunden hatten wir noch. Na guck. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Okay, das wieder auf. Ah, und der speichert das Spiel dann auch. Okay, alles klar. Schon, der hat ja gesagt, der geht ja mal zurück. 11. Wo habe ich denn das hier oben hier? Ne, ich habe gar keins. So, jetzt. Bioserum. Stellen. Aua. Ich brauche noch ein paar Pilze, glaube ich. Boah, kann man die nicht stapeln? Cool. Schutz gegen die Fäule. 5 Minuten plus 33. Whatever. Okay. Waffensicherung gibt es auch. Okay. Dann weiß nicht, hau ich mir schon mal eins rein. Dann habe ich 7 Minuten, oder? Werden die darauf gerechnet? Wir probieren mal. Okay, cool. Also müsste man ja am sinnvollsten erst die 2 Minuten nehmen und dann die 5, weil wenn ich mit den 5 da rein, dann geht es ja wieder runter. Das hatte ich ja eben gehabt. Okay. So, Spiel ist gesichert. Was ist das blaue Dreieck da unten? Was hat das zu bedeuten? Ist man nicht. So, ich habe immer noch keine Map. Was mache ich mit dem Verband? Dazu bräuchte ich, achso, ich muss ja auch noch kämpfen hier. Warte mal, ich muss mal schauen, ob ich mir nicht eine Waffe bauen kann oder so. Ich habe ein paar Dosen und so. Wo würde ich das denn machen können? Hier ist ja auch ein Lager. Hier ging das nicht, weil hier kann man bloß so... Obwohl, ich brauche wahrscheinlich eine Werkbank, oder? Unerlässlich. Hierüber bietet Platz, Herstellung, Verbesserung... Zur Herstellung und Verbesserung von Waffen und anderen Gegenständen. Achso. Nägel, Kabel, Decke, Autoteile. Okay. Brauche ich anscheinend ein bisschen was. Achso, hier steht ja schon. Ach, das ist die Werkbank oder? Nee, ist das eine Werkbank? Nee. Verwende die Werkbank. Wenn er mir sagt, wo die ist. Geht's denn hier nach oben wieder? Muss ich wieder die Leiter hoch oder geht es nur anders? Hm. Ach, da hinten, guck mal. Ah. So, alles neben hier. Oh ne, noch eine Notiz. Richard will noch einen Tester retten. Sein Name ist Adam Stewart. Sein Immunitätslevel ähnelt meinem. Das Mutagen dringt zwar in seinen Körper ein, aber es verändert seine DNA nicht langfristig. Es löst nur eine mutationsähnliche Infektion aus, die mit einem Absorber behandelt werden kann. Richards Insider behauptet, dass der Konzern Adams Körper zur Entwicklung seines Neutralisators verwenden will, der dem Serum hinzugefügt werden könnte, um die Ausbildung von Mutationen zu verhindern. So könnte der Konzern aus einem Wundermittel gegen die Seuche Kapital schlagen. Diese verdammten Narren wissen, dass der Versuch zum Scheitern verurteilt ist, aber sie sind trotzdem dazu bereit, diesen Kerl zu opfern. Die Extraktion wird Adam töten. Das dürfen wir nicht zulassen. Es gibt andere Wege. No. Okay, Werkbank. Da brauche ich ja keine bauen, wenn es hier eine gibt. So, Blue Assets war ein Blueprint. Was habe ich hier? Ein Scanner und. Lass noch was trinken, Moment mal. Aber ich sehe schon, ich kann hier nichts
auch Metall. Kann ich denn... Nö, nichts herstellen. Metall kann ich nicht irgendwo her. Also ich habe ja genug Büchsen oder so. Stoff. Okay, gucken wir mal. Ich habe hier Büchsen. Kann ich hier raus? Guck mal, plus zwei Metall. Wie... fallen lassen? Nee, macht ja keinen Sinn. Rechtsklick geht auch nicht. Das ist ja schön, dass es Metall gibt, aber wie? Biokraftstoff, wo ich denn den hier? Vielleicht, wenn ich aus dem Metallmenü raus bin und nur im Inventar, warte mal. Ja. Wie kriege ich das denn zerlegt? Generator. Was hilft ihr mir jetzt? Nix. Hey, Speedy One. Der gelbe Marker. Das... Moment. Welchen gelben Marker meinst du? Hier kann ich irgendwie nichts machen. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendwas, so ein Gerät, wo ich das irgendwie... recyceln können? Ne, da bin ich, glaube ich, bloß dahin. Okay. Ah, schon wieder eine Notiz. Oh, habe ich die lesen? Ja, okay. Es kommt mir vor, als würde mich jemand beobachten. Richard glaubt, dass das unmöglich ist. Er behauptet, ich wäre der einzige Mensch in Ground Zero, aber ich weiß es besser. Bald werde ich es ihm beweisen. Ja, gut. Kann ich hier noch ausmachen? Wahrscheinlich nicht. Kann ich nur auffüllen, okay. Okay. Na gut. Was ist mit dem anderen Gerät, was wir da machen? Kann ich da irgendwas machen? Mal ein bisschen Heilkraut schon mal mit, alles was wir finden können hier. Hier nochmal die Stockwerkhöhe. Verwende die Werkbank. Ja. Achso. So, ich schau mal, was hier oben noch. Da waren noch auch irgendwelche komischen Geräte. Muss ich vielleicht irgendwie das Ding erst... auch nichts. Kann ich auch nichts anstellen. Stockkühe. Huch. Och. War denn hier noch irgendwas? Nee. Notiz endlich. Ich habe jetzt keine Lust zu lesen. Alter. Ich lese mir das nachher durch. Die
Seilbahn und Schlüsselkarte. Das ist bestimmt gut. Das brauchen wir bestimmt. Ja. Also, ich gucke jetzt nochmal ins Inventar. So, ich will jetzt aus dieser Dose will ich zweimal Metall machen. Das muss doch irgendwo gehen. Herstellung. Werkbank benötigt. Ah. Hier bestimmt. You must be near the crafting table of a fabricator. Ach so, okay. Jetzt haben wir einen Film. Dieses Gebäude ist so undurchsichtig. Ich verlaufe mich hier schon. Das ist ja unglaublich. So, wenn ich mich in der Nähe von dem Fabrikator stelle. Okay. Ich verstehe nur nicht so ganz. Warum kann ich denn das nicht direkt an dem Fabrikator machen? Warum muss ich mich dann daneben stellen? Das macht doch eher Sinn, wenn man das gleich da machen kann, oder? So, daraus kriege ich. Das soll das Stoff sein? Ja. Ich mach mal. Ich weiß gar nicht, ob ich den Verband überhaupt brauche. Aber gut. Das hätte ich jetzt auch in der Werkbank gleich machen können, aber gut, jetzt war ich gerade hier. Warte mal, da hinten ist noch was Blaues. Ich nehme das mal alles mit hier, was wir finden. Kann ich noch ein bisschen Serum herstellen. Weil ich kann mir vorstellen, wir brauchen hier eine Menge. Okay. Jetzt müssten wir eine Machete hier. Oh ne, ich brauche ja noch viel mehr. Oder doch? So, und was ist hier mit. Was ist das? Die habe ich jetzt bekommen oder was? Ach, die kann ich herstellen. Ich kann eine Dose hier. Achso, ne, das macht doch keinen Sinn. Praktisches Gerät. Achso, ich bin gerade nicht mehr im Baumenü oder was? Ah, hier fehlt noch ganz viel Metall und Elektronik, brauche ich noch, okay. Alles klar. Wo haben wir jetzt die Machete? Waffen 1. Ich hatte eben 1 gedrückt, aber irgendwie. Da sieht nichts. Wo ist meine Machete? So, Angriff. Geschwindigkeit low, Reichweite schon ist klar. Schneiden, schauen. Achso, verwenden muss ich drücken. Okay. Blocken kann ich auch so halbwegs. Gut. Interagiere mit der Hydrokulturstation. Start den Generator. Das haben wir schon gemacht. Oh Mist, hoffentlich ist noch genug Benzin da. Ich war wieder zu voreilig. Die Hydrokulturstation war eine Stockwerk höher hier, oder? Oder hier? Ach, da hinten. Nee. Hä? Wo führt er mich jetzt hin? Zum Generator oder zur Hydrostation? Na, natürlich zum Generator, ist ja klar. Ja, den habe ich ja schon angemacht. Das andere soll da sein. Es überlappt sich etwas. Okay, das ist aber irgendwie unter mir, oder? Da lang. Wir hatten das doch schon gefunden. Das sind. Ich bin schon wieder mein Generator. Ach, hör doch auf. Ich würde es viel cooler finden, wenn man den Timer irgendwie im, das war er nicht, war? Nee. Irgendwo angezeigt bekommen, nicht immer T drücken muss, aber gut. Naja, wir haben noch. Weil das war uns in der Nähe der Geschichte hier aufhalten. Wo war denn diese Station? Wir hatten die doch schon gefunden. Sehr undurchsichtig hier. Hm.
wieder runter. Kleiner Container, Aspekt. So, oben haben wir, genau. Ich muss mal kurz einprägen, wie hier wo was lang geht, sonst wird das nix. So, eine Etage tiefer. Die Geschichte. Sag mal. Okay. So, jetzt zeigt mir irgendwie nur an, wo der Generator angeht. Was ist das denn da hinten? Guck mal. Was ist das mit grünen Ohren? Das gucke ich mir an. Sind die gut oder böse? Also greifen die an? Nö, scheinbar nicht. Aber die werde ich mit der Machete wahrscheinlich nicht kriegen, oder? Mal guck mal, 16, 37, was? Unter mir. Ah, stimmt, wir waren ja da. Ach ja, ich weiß, in diesem Keller, aber... da war das. Da bin ich in diesen Keller gekommen. Wie bin ich da hingekommen? Ich muss mal zurechtkommen hier. So. Nur aber. Ah, ich kann das auch anbauen. Schlangenpanzer, Heilkraut. Okay. So, die leuchtenblaue Farbe dieses Honigpilzes erregt Aufmerksamkeit, wodurch er leicht zu finden ist. Er wächst vor allem in Wäldern und formt dort kleine Kolonien, Mikrodünger. Fertilizer wird in einem kleinen Container aus Tierexkrementen hergestellt. Verbessert das Pflanzenwachstum. Okay, hergestellt aus tierischen Fäkalien eines großen Containers. Okay. Das heißt, ich kann ja noch nichts. Oder doch, kann ich pflanzen? Oh doch. So. Und da machen wir das. Und hier machen wir das. Obwohl Pilze, glaube ich, weniger zu finden sind, oder? Naja, mal gucken. Dann machen wir den Rest hier noch. Ist ja egal. Okay. Dann schauen wir mal. Okay. Hier hatten wir ja schon gelootet. Okay. So, was sollen wir jetzt machen? Start den Generator. Habe ich doch schon gemacht. Oh Mist. Hängt der jetzt, weil ich den Generator schon angeschaltet habe? Ach, nö. Ach. Dass ich immer so voreilig bin. Aber ich kann ihn ja auch nicht ausschalten und wieder anschalten. Warte. Richard, ah, ja. I did what you told me. What now? You need to come to my lab in the canyon. It's the only safe place. Ja. How do I get there? In Ground Zero, you'll find gates to sectors known as biomes. The problem is, the entrance to the canyon is blocked. You'll have to use the cable car. Unfortunately, it needs to be activated first. Oh, get me too easy, can I? What do I do? First of all, you'll need to find Steve's access card. It should be somewhere in the node. I already have it. You're not wasting your time. Good. Now you'll need to power up the cable car. You'll find the generator in the station building. And what next? One thing at a time. Do what I said. Then I'll tell you what's next. I'd rather you... Hello? Richard? Oh, prick. No. War das denn so schlau, die Dinger da schon anzupflanzen? Weil ich hätte dann lieber ein bisschen Serum noch gebaut, oder? Oder hergestellt. Gebaut ist ja auch Quatsch. Versorge die Seilbahnstation mit Strom 30 Meter weg. Na ja, gut. Solange wir uns hier so in der Umgebung befinden, sollte das ja gehen, oder?
zwei Pullen habe ich ja noch. Sammel aber nebenbei trotzdem noch mal wieder was ein. So. Richard, come in. I turned on the power. What do I do with the access card now? Find a card reader in the cable car cockpit. Put the card inside it. Stecke die Karte in das Lesegerät. Warte mal, lass mal hier. Bisschen looten. Okay, hier ist nichts. Okay, hier soll also die Seilbahn irgendwo sein. Oder nicht? Oder wo gehe ich denn hier gerade hin? Bin ich hier richtig? Oh, seht ihr wieder Notizen? Nee. Ah, hier. Okay. So, Benzin nehmen wir mit. Uiuiui. Ups. That didn't work. It will work when you start up the cable car stations in the forest and swamp biomes. It's like a system of interconnected vessels. That's how you'll power up the canyon gate. By the way, you'll obtain a means of transport between biomes. You already know how to activate stations. You'll need power and access cards that belongs to the biome engineers. You'll have to find them. I'll be damned. That's all? No. The canyon gate is only opened with a special code. For security reasons, it has been divided into two parts and linked with biome engineers' DNA. Each engineer has only one part of the code. All parts need to be retrieved from their timers. Okay. So, whether I like it or not, I need to find these friggin' engineers. What's left of them, more probably. Biomes are contaminated with a mutagen. A couple of years ago, the serum essence was released into the environment due to an accident. Most employees died instantly. Some survived, only to change into mindless monsters shortly afterward. Since then, the biomes are sealed off. And I'm supposed to get in there? You are one of the few who have immunity. The mutagen won't kill you. It won't permanently alter your DNA structure either. At most, it will make your life a little bit more difficult. I'm not particularly fond of things that make my life more difficult. I'm beginning to regret saving your ungrateful ass. Do you want to survive? Yes. Then do what I say and go to the biomes. What will I find there? It's difficult to predict. Be ready for anything. The survivors lived in safe zones known as refuges. They had absorbers and fabricators there. You'll be able to use them. And these engineers, how do I find them? You'll need to search the biomes they managed. Get in touch with me when you enter the biomes. I'll tell you where to look for them. Ja. Ich habe noch irgendwelche Tiere gesehen da unten. Die kriege ich nicht, wa? Sichi, kriegen wir die. So. Ich habe gar nicht verstanden, was ich jetzt machen soll. Ehrlich gesagt. Verdammter Schritt 4. Löse das Rätsel, um Tor 1 zu öffnen. Und hinterm dritten Tor ist dann der Zong, oder wie? Oh. Ehrlich? Haben sie schon geblüht, oder was? Oder, hey. Okay. Das ist krass. Dann kann ich die jetzt schon... Dann stelle ich gleich wieder neue her, oder? Also neues Serum.
Oh, was ist das? Was? Negriefer Hinterleib? Was ist das? Okay. Ach so, das ist so eine Weiterführung von dem Serum. Okay, ich will aber ganz normales Serum herstellen. Ach so. Okay. Ah, okay, verstehe. Plus 100. Okay, wenn wir das hätten, dann könnten wir ein bisschen noch die Gesundheit erhöhen. Verstehe. Ich mach mal noch zwei, so. Gut, ich soll jetzt Rätsel lösen. Ich löse das Rätsel, um Tor 1 zu öffnen. Jetzt habe ich natürlich doch da hinten 85 Meter, da bin ich schon weit weg. Finde ich hier wieder hier? Hm, vermutlich nicht.